Oh, ich hab dich nicht gesehen. Du denkst, dass du stark bist. Oh, kann Synthese? Verdammt, ey. Von so viel zum Thema FXP. Kann einen Moment dauern. Teenager Nils schickt Ratzfratz in den Kampf. Oh nein, los, Jimmy. Jimmy, du wirst ausgetauscht. 63 Erfahrungspunkte. Gegen Wurstfingi. Level 6 Rattefratz. Okay. Hier übrigens. Hm? Guck dir die Ratzfratz krass, an. Krass, tatsächlich. Was hast du denn gedacht? Teenager Nils sitzt hier super rein. Der ist. Käfer Fluni. Was kämpfe ich da nochmal? Ach, Ratfratz. Nicht Käfer. Luke auf jeden Fall. What? Der krittet dich auch direkt. Der krittet mich einfach direkt. Ja, da muss ein Pechvogel woran. Wird weggeschnabelt direkt. Tschüss, tschüss. Jan mal ein bisschen XP. Pechvogel erreicht Level 13. Level 13, Alter. Was? Gut, sogar, aua. Dead. Du bist stark. Lemur! Lemur? Stimmt, mein Vulpix ist jetzt auch wieder weg, wieder da, ne? Ups. Ups, du platschst noch ganz oben. Sehr gut. Erstmal aus Disrespect geplatschert. Normales Super, das ist Level 8. Ja, ach, der Flug ist gut gegen. Es kann vor allem eine Käferattacke, also ja. Solltest du kein Pflanzen-Pokémon reinschicken. Ach ja, Nidoran weiblich, sweet. I guess. Ach, dann geht er auf PK Fire. Amorös, let's go! Oh, jetzt ist er verwirrt. Oh, ich hab ihn selbst. Die nämlich so übel. Ist ja krass. Was ist denn das hier? Oh, auf die selbst zu schlagen. Amorös ist Level 11. Nice. Jetzt hat er auch noch die Beere gegessen. Auch das noch. Oh, nice. Hast du mal einen Trank gesammelt? Ist hier hinten? Oh, nichts. Geht einfach nur drum rum. Haha, Alter, Junge. Oh, Nidoran männlich, Level 9, Alter, krass. Egal, Flamorös, packt das. Mauzi hat Biss gelernt. Nach unten? Noch Trank. Ja, ja, nach unten weiter. Was, ein Trainer? Die musst du ansprechen, die telefoniert gerade, stör sie nicht. Okay, aber mach schnell. Okay, aber mach schnell, ist gut, ja. Komm her, Wurstfingi. Hier kann man Voltil abfangen, ist das nicht cool? Oh. Kratzer, let's go. 50 Erfahrungspunkte, nice. Oh, ich hab einen Superball gefunden, cool. Hab's raus, Freaks Bay, let's go. Also, These, Mann. Brain Lag. Was würde ich machen? Das war Item holen, glaube ich. Nein, das war eine Falle vom Ratzfratz. Oh Gott, wo ist Heil da oben? Das ist eine gute Frage. Oh, er hat mich gesehen, weil er die ganze Zeit nach mir gesucht hat. Er hat ein Levelino Level 10! 10! 10 scheint hoch zu sein. Ist bestimmt höher als. 10 ist hoch. Bestimmt höher als 9. Nein! Alter, der denkt die ganze Zeit meine Verteidigung. Ich mach ihn schnell tot. Sonst hätte das wehgetan. Ja. Ist hier eine neue Route schon, oder? Ich glaube nicht. Ansonsten hätte ich jetzt schon, glaube ich. Hier ist alles noch Route 32. Aber wir müssen erst durch die Höhle, dann ist die nächste Route. Du musst nach oben drücken, um zur nächsten Route zu kommen. Hä? Oh du, Gott. Du klickst das durch. Oh mein Gott. Ach, der Einheitstunnel ist das nächste. Ja, genau. Und dann Route 33. Der Einheitstunnel. Tunnel der Einheit. Ist der unter der Mauer durch? Ja. Tunnel für die Einheit. Und wo sind der Rechte? Level 8, Levenzahn Level 10. Nice. Noch ein Trainer. Was willst du denn, Alter? Dieser Blick. Wie faszinierend. Liebe Fleckmann-Bude, für dich gibt's nur 1 Million Poké-Dollar. Möchtest du sie? Nein. Möchtest du sie nicht? Dann mach dich vom Acker. Was will ich denn mit einer. Das hier. Oh. Ich hab Superball gefunden. Noch ein. Cool. Alter, Silberblick vor der Laser. Ja. Warte, halt. Senkt Verteidigung übrigens. Ja. Und selbst mit Crit hat er nicht viel Schaden gemacht. Imposant ist schon Level 8. Ach, enttäuschend. Enttäuschend? Ich dachte, oh Gott, noch ein Trainer. Ich will erstmal ein Pokémon Center finden. Oh, noch ein Trainer, ja, kommt bald eins. Was bist du für ein Dude? Ist auch ein Trainer, oder? Gott, was ist denn hier los? Oh mein Gott. Ah!
Angler. Lass dich nicht platt machen. Oh, der Strunk. Gegen Goldin mach ich nicht Feuer. Janma, schaffst du das? Ja, ich habe ein Level 13er Pokémon, ne? Ah, scheiße, das Ding kann ja Schnabel! Richtig. Ich hasse es. Da musst du aufpassen. Ich hasse es, wenn das passiert. Ich kann Biss. Biss war Unlicht. Ja, Biss ist Unlicht, ist korrekt. Stimmt, da oben muss ich auch nochmal hin, ne? Ich muss hier auch nochmal platt machen, hier die Sweethearts. Level 10 Goldini. Wow, krass. Das ist ja heftig. Warum Pokémon Center? Ich Pech um. Wenn du, nein! Runter, wenn du runtergehst, kommt eins. Er hat mich gefunden. Felino, okay. Oh, Level 10 auch, Alter. Holy fuck. Oh, Wurstfingi überlebt meinen Angriff. Cool, Mama hat einfach was von meinem Geld gekauft. Und es in meinen PC getan. Cool. Danke, Mama. Danke, Mama. Danke, Mama. Ach, ich bin ja Bodendings. Aber Felino ist auch Boden. Felino ist, ne? Bodenwasser. Und Hopfenmalz auch? Ne, Bodenpflanze. Hopfenmalz ist Pflanzeflug. Pflanzeflug? Ach, weil es ein Saat ist. Ach so. Ja, weil es liegen kann. Bodenwasser gegen Pflanzeflug, was zur Hölle. Hast du eine Pflanzenattacke? Dann sonst. Nö. Aber es macht Aquaknarre. Das heißt, du solltest mit Hopfenmalz reingehen, Synthese machen. Damit du wieder aufgefüllt wirst. Oder macht einfach einen Rundschlag. Ja, er meint eh Aquaknarre, das ist egal. Mach Synthese, damit du erstmal wieder KP auffüllst. Photosynthese. So, guck mal, die Aquaknarre macht nämlich nix. Geil. Dann kannst du es jetzt einfach mit ein paar Rutenschlag in die Verteidigung runterbringen, weil du machst echt wenig Damage. Holy shit. Das heißt, du solltest wenigstens irgendwie 2-3 Mal Rutenschlag machen. Oder vielleicht 4 Mal. Kann ich einfach nochmal synthetisieren. Ja, das sowieso. Also du hast doch bestimmt auch Tränke, oder? Ja. Das kannst du Tackle machen. Ich verfehle. Ich verfehle. Wieso verfehlst du Tackle so viel? Wo soll ich das? Das ist Pech, das ist ja krass. Crit. Nice. Junge. Cool, deine Mama hat dir auch was gekauft. Krass, findest du viele Dinge, ja. So, an dem kommst du vorbei, gegen den musst du nicht kämpfen. Wie komme ich daran vorbei? Gegen den musst du nicht kämpfen. Wie möchtest du schmackhaft gehaltvolle Fleckmann zubereitet haben? Nein. Let's Carbador, nice! Kratzer, let's go! Oh. XP! Das war anstrengend. Okay, jetzt werden die anderen Trainer aufgemischt. Oh, Level 15 Carpador, was? Haben wir schon Tackle? Oh, es kann tatsächlich schon Tackle. Krass. Das Item möchte ich haben. Man macht trotzdem mehr Platscher als Tackle. Voltilam? Schnabel. Oh, nicht sehr effektiv. Oh, das ist Level 5, nice. Oh, richtig, das ist ein. Das ist ein was? Oh, das ist ja. Voltilam ist Elektro. Das ist ja Hopfenmeister richtig gut gegen. Das ist Flugpflanze. Ach, Flug, ja, okay, dann ist es. Aber ich weiß gar nicht, ob es überhaupt Donnerschlag schon kann. Also dann ist es halt neutral. Weil Pflanzen-Pokémon und. Was? Und ja, was? Die Mama in dem Spiel hat mir halt einfach ein Item von meinem Geld gekauft, weil ich ihr immer was zuschicke und hat es mit dem PC getan. Das ist nie im echten Leben. Außer, dass es nicht mein Geld ist. Junge hat ja viele Avocado drauf. Okay. Der wird weggeschnabelt. Oh, Quapsel ist sweet. Ja, da sollte ich vielleicht mit Imposant weg. Löwenzahn braucht man wieder ein bisschen. Ja, genau deswegen. Blubber, ich sag's dir. Tackle ihn weg! Ah, der kann Tackles! Ja, der Level 15, der kann Tackle übrigens. Das Level 15! Noch ein Quapsel. Ich möchte gerne Imposant einsetzen. Okay, okay. Will ich trotzdem noch. Oh, ich hätte mir auf mir. Ha, er hat Beere genommen, nice. Jetzt kann ich ihn doch alleine. Jetzt kann ich ihn doch solo. Du hast immer noch Tränke, oder? Ja. Darfst du benutzen. Die sind dafür da, benutzt zu werden. Ja, aber sonst hätte ich ihn einfach ausgetauscht. Ja, aber du darfst Tränke im Kampf benutzen. Wir spielen hier keinen Hardcore-Nuzlocke. Hardcore-Nuzlocke! Ich rufe den Hardcore aus. Nein, tue ich nicht. Das wäre mir ein bisschen zu Hardcore. Ja, okay. Sehe ich ein. Letztes Mal lief das irgendwie nicht so rund am Anfang.
Nee, irgendwie nicht, ne? Wir haben mehr verloren am Anfang. Quapsel! Auch Level 8, eieiei. Dann geh ich mal das vielleicht. Wir haben noch ein zweites Level 8. Vielleicht mal auf den Hopfenmalz? Wessen Encounter? Dein Encounter ist im Dingens. Seine Flug. Brunnen sollte nicht viel gegen Flug machen, oder? Ah, oh, das ändert alles. Ich darf wieder ein Radfratz fangen. Oh, Level 6. Nice. Kratzer. Kann ich nochmal Kratzer machen? Geil. Bing, 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 bing. Zufall war Flug und noch was? Flug und Gift. Gift? Ja. War Flug gut gegen Gift? Nein, das ist neutral. Ja, dann kann ich aber vielleicht trotzdem wegschnabeln, wenn ich Pech habe. Das ist richtig. Ich meine aber direkt doof. Kannst du so viele Pokebälle, Alter. Oh, hast du den Superball oberhalb des Pokémon Centers schon geholt? Ja. Okay. Hast du den anderen Pokéball nicht, den anderen Superball nicht geholt, der da irgendwo rumlag? Nee. Ah, okay. Na gut. Also ich habe das Radfratz schon. Pokéball. Doink. So. Ich hab das Gefühl, dass ich kritte, wenn ich den jetzt so reinhaue. So, warte mal kurz. Ich pack mal kurz in Box 7. Bleib da drin! Aktiviert Box 7. Ah! Hm. Mitnehmen, wir sind da drin. Achso, das Radfuchs ist da schon drin. Das darf da gar nicht, soll da gar nicht drin sein. Haha! Let's go! So. Huch! Das ging aber schnell. Ding, 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 ding. Box 2, ding, Nummer ding, ding. Alter, Elekid! Ja, geil! Geil! Elekid! Elekid! Nice! Oh, das kann sein, dass du auch ein Baby-Pokémon bekommst. Oh oh. Oh oh, sagt er. Die Baby-Boys. Yes, jawoll, let's go. Schon mal einen Namen für Elekid. Oh, Magmi! Hart gekocht. Hart gekochter Magmi. So. Warte. Kann man ein Hetzel weitergehen? Wenn bis jetzt dunkel ist, das heißt, das macht voll Schaden gegen die Typen hier, gegen den Stein? Ja, ja. Krass. Ganz normalen Schaden. Das ist für mich voll Schaden. Donnerschlag, let's go! Dönerschlag? Dönerschlag, ja. Und Schrank, nice. Nee, Schnabel ist Flug, das macht gegen Boden nicht viel, ne? Gegen Gestein auch nicht, vor allem gegen Gestein nicht. Oh, ja. Boden ist egal. Genau. Und Wanderer. Noch no, nix! Jawoll! Jo, was? Da brauche ich Meowts. Oh, Klammergriff. Boah, was für eine Überraschung. Ich habe nicht jemanden erwartet zu treffen. Und fette Wanderer. Oh, shit, ey. Level 11 Onyx, Mann. Ja, Level 11 Onyx ist schon crazy hier. Da gibt's einen genau. Klammergriff. Oh, gut, geht daneben. Bis. Oh, oh. Intensität! Oh, oh. Gut, dass wir die Miauts und genau draußen haben. Ja. Wie ich richtig stark. Soll ich es weiter oder heiligen? So wissen. Nein, Klammergriff. Miauts Level 11, let's go. Okay, ich hab einfach weggegessen. Oh, nom 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 nom. Es war ein bisschen Schweine essen. Du hast es mir gegeben. Wow, wow, Bruder. Wow, 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 wow. Hier ist zwar im Dunkeln gut munkeln, aber. Lass erstmal heilen gehen. Oh Gott, ein Kleinstein. Level 4. Let's go, Pechvogel! Verfolgung! Es jagt. Könnte man so sagen. Also ich glaube, Kramurx ist hier das, mein stärkstes Pokémon gerade. Bist auf dem Weg nach Azalea City, nicht wahr? Azalea. Azalea, lass mir ein Pokémon entscheiden, ob du eines Kampfes würdig bist. Wanderer Burkhardt. Feuerspucker schickt Smogon in den Kampf. Sweet, Level 6, Donnerschlag, let's go. Los, genau. Ah ja. Guck dir das an, ein Donnerschlag und Level 6 Smogon weg. Holy shit. Elekid, stell dir vor, es wäre ein Electek, Mann. Das würde alles wegrocken. Das ist heftig, Mann. Hätte ich das gegen Falk gehabt, ey?
Wanderer Burkhardt setzt Kleinstein. Nom. Donnerschlag ist auch eine echt mächtige Attacke, also das kommt auch dazu. Nom. Nom. Go away, Nom. Nom, nom, nom. Zum Glück ist kein explodiert. Noch ein Superball. Nice. Explosion, ja, ich erinnere mich. Das könnte böse enden. Feuertyp. Smogon, Gift. Nur Gift. Ja, nur Gift. Was war gegen Gift gut? Psycho, Boden, yo! Psycho, Boden, yo. Yo, danke für den Raid. Danke für den Raid, Mensch. Nein. Ich seh's gerade. Psycho, Boden, männlich? Psycho, Boden. Blitz? Nee. Nö, mehr eigentlich nicht. Passt schon, tatsächlich. Davon habe ich nichts. Dann versuch ich zu toasten. Ja, das sollte gehen. Ah, das macht gut Schaden. Feuer! Smogger, nein, nee, dann bleibt hier. Boah. Dann bleibt hier gekocht draußen. Super, Donnerschlag, ciao. Dieses gekochtes Giftschnitzel. Yeah. Giftschnitzel? Naja, ist ja ein Gift-Pokémon. Oh, guck dir das Vulpix an. Donnerschlag. Jimmy braucht jetzt richtig viel XP. Jimmy hängt hinterher. Ein Superball. Hart ist schon Level 12 jetzt. Ist hart, oder? Schnabel. Oh, sweet, ein Fleckmon. Guck mal, wie schnell das weg ist. Sweet, ein Fleckmon. Pokemaniac, ey. Pokemania? Ja. Dann habe ich keine Lust. TM 39? Was ist TM 39, Mann? Yo, was geht? Ich hoffe, du hast einen schönen Stream. Auf Vega. Sternschauer, nice. Was bist du für einer? Das bringe ich irgendwann irgendwem bei, wenn Imposant tatsächlich eine Bodenattacke mal braucht. Wieder X abwerfen. Feuer, kein Mensch. Vulpix. War Feuer gut gegen Luft? Ich weiß nicht mehr. Nö. Schnabel. Oh, hier ist noch ein Item. Alter, hier sind so viele Items, ne? Sweet. Oh, ich bin draußen. Ja, das ist auf der Weg raus. Ich habe einen Aufwecker gefunden. Cool, Gegengiftbeere, nice. Nice. Oh, pass da bloß auf. Das ist ein Counter. Da ist noch ein Trainer. Einstein wieder? Elf! Oh, Junge, was? Ja, Pechvogel. Go. Ha, ich bin dran vorbeigeschlichen. Oh Gott, was ist das für einer? Wo ist die Stadt? Wo ist die Stadt? Oh Gott, alles ein Trainer. Ah, Pokémon sind. Yes, okay, jetzt kann ich ihn auch bekämpfen. Jetzt ist mir das wurscht. Oh, shit. Okay, er macht Tackle, er ist dumm. Einstein. Er macht Tackle, er ist dumm. Nice. Genau. Macholo. Aua, Steinwurf. Aua. Ja, Steinwurf macht echt viel Damage. Nur das eine Pokémon, das effektiv ist. Macholo, ich sollte bei Pechvogel bleiben. Aua. Auf Steinwurf auf mich zu machen. Ich bin froh, dass er gegen mich keinen Steinwurf mehr gemacht hat. Junge. Junge. Auf mit den Steinwürfen. Alter, der hat mich hier fast umgebracht, der Junge. Dich offensichtlich auch. Dann kommt jetzt mal Schulle ein. Mal Schulle Kampf. Herzlich willkommen an alle, die hier reingeradet sind. Das ist das Niveau. Kampf. Oh, es ist schon 21:30, fällt mir gerade auf. Was? Ja, machen wir nächste Stadt gleich. Passt. Mach den Encounter, nehmen wir noch mit, oder? Nehmen den Encounter noch mit von mir, genau. Und dann können wir nämlich noch mal ein schönes Ei öffnen. Ja. Ich hab komplett vergessen, was Kampf ist. Kampf prügelt Psycho ist Kacke gegen Flug, Stein. Habitak raus, let's go. Habitak. Das ist ja einfach. Schnabel das weg. Aua! Ja, Fußkick macht viel. Du bist schneller als es. Also, Schnabel ist weg. Nicht schlecht. Und ich glaub genau. Ich fang jetzt erstmal an Habitak. Wohl Wurstfingi. Ich glaube, Wurstfingi können sie einen Angriff von einstecken. Wenn ihr genau ist noch besser, weil der Biss hat. Ein Biss ist Schatten. So, jetzt habe ich hier mal so einen Pokéball drauf. Oh Gott, Level 7. Ja, okay, Level 7 ist safe. Kann ich easy einen Biss reinmachen. Lieber einen Kratzer? Ja, beides nicht so wirklich. Okay. Hast du nicht jemanden, der schwächer ist und weniger Schaden machen kann? Ich kann Ruckzuck-Keep mit Jimmy machen.
Oh Gott, das will ich nicht riskieren bei dem Radfratz. Ich würde einfach Pokebälle draufwerfen. Okay, dann kriegst du Pokebälle. Das will ich nicht riskieren, da bin ich ganz ehrlich. Balls. Dann gibst du jetzt Balls ins Gesicht. Oh. Teabag. Teabag. Wird die Ratte geteabagt. Mist. Kannst auch einen Superball werfen, wenn du mutig bist. Ja, pff. Unnötig, ne? Ja, ich verstehe. Mal später noch werfen, wenn sie wieder veraltet sind. Stimmt schon. Let's go! Oh, dammit. Ja, ein Ratzfratz, ey. Bleib doch drinne! Der one-hittet mich gleich in 20 Minuten schlägen und bam, tot. Bam! Ruckzuck weg. Ups. Noch ein Hyperzahn. Gut, dass er noch kein Hyperzahn kann, sonst hätte ich Angst gehabt. Ja, doch, du hast recht. Oh, das geht noch. Ja, das ist alles noch im grünen Bereich. Wie meine HP. Gott, ich brauche unbedingt einen Gestalt. Du bist so lustig, ey. Unbedingt wieder ein Fang-Pokémon, was einfach nur Death ist. Bodenschlag stackt nur 6-mal, das stimmt. Ach, nur 6-mal. Nice, du hast gefangen. Toll. Das ist, Huch! Ich habe mich wirklich erschreckt. Huch? Hä? Was ist das? Huch! Ja. Ein Sonnenkern, oh mein Gott. Ist das... Nice. Wasser fehlt mir noch im Stream. Ich würde sagen, wir haben genau die. Das machen wir genau so. Ja, das behalten wir so. Oh, warte mal, jetzt kann ich diese. Kann man denn hier trainieren? Aprikoko hier sammeln. Ein Aprikoko. Koko Weiß, woo! Aprikoko Weiß. Aprikoko Weiß, genau. Das wird zum Tauchen, oder? Was? Flamongo. Wer bist du? Echt, was? Willst du, dass ich ein paar Bälle mache? Verzeih, aber das muss warten. Kennst du Team Rocket? Egal, ich erzähle dir ohnehin darüber. Team Rocket ist eine üble Bande, die Pokémon für ihre Zwecke einsetzt. Evil. Man sagt, dass sie sich vor 3 Jahren aufgelöst haben. Aber jetzt sind sie am Brunnen und schneiden die Ruten von Fleckmanns ab, um sie zu verkaufen. Was? Also werde ich ihnen eine Lektion erteilen. Haltet durch, Fleckmanns. Der alte Kurt ist auf dem Weg. Okay, ciao. Was ist Kurt? Ohne Helm und ohne Gurt. Ja, dann müssen wir jetzt... Oh, guck mal, der Fleckmannbrunnen. Cool. Übrigens, im Fleckmannbrunnen ist der nächste Encounter, das ist deiner, ne? Okay, hast du genug Bälle? Scheiße, ich kann nicht mehr raus. Ich hab Escape-Seil. Ja, müsst ihr aber haben. Guck, 3 Superbälle reicht. 6 okay. Pokebälle. Ich brauch 13 Bälle, das sollte genügen erstmal. Ein Superrad, aber das ist ja egal, was es ist. Das ist richtig. Oh, sogar das richtige Level, das heißt, jetzt kann ich mit Filino Kopfnussen. Aber ich kann keine Kopfnuss. Überlebt das eine Aquaknarre? Das ist nicht schwach gegen Wasser, oder? Nee. Soll ich es trotzdem machen? Ja, mach Aquaknarre, das ist deine einzige Attacke. Nein, Blutsauger! Ah, 2 Schaden. Siehst du, jetzt hast du es hier übrigens nochmal, dass die Sprites unterschiedlich sind. Oh, krass, das macht ja schon wenig Schaden. Ha. So, einmal geht noch. Jawohl, okay. Sieht schon ganz schön gebeutelt aus. Mein Superball drauf, ist wahrscheinlich Verschwendung, oder? Miauzer Kratzer. Nee, recht Pokéball ist nur Level 6 das Ding. Ja, eigentlich schon. Ein Superball drauf wasten. Ach, Superschall nicht wirklich. Nee, Superball. Toll! Nur einen leichten Kratzer. Schubert wurde gefangen. Toll gemacht. Bitte, bitte, bitte nicht mehr. Boah. Okay, so, und jetzt wird es gefangen. Pokéball, let's go. Hola, ¿qué tal? Yo, Josi, was geht? José. Yo, ich hab's gefangen, nice. Ah, nice. Huch! Oh, oh. Dum, 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 brauchen wir mal wieder ein paar Namen für geilen Skondler. Oh mein Gott. Oh, ich krieg Snowball. Haha, das ist Snowball. Ja, ist die Frage. Willst du jetzt das Felino behalten oder willst du das Skondler spielen? Felino wäre vom Typen, glaube ich, nice. Ja, für deine Variety wäre das besser. Ja. Oh, Skondler ist schon sweet. Ja, Weihnacht geht doch auch. Genau, sicher auch so. VV-Einacht. Ja, VV-Einacht. Mist, ich stand da oben Wache, als ein Verrückter vorbeikam und mich anschrie. Ich bin so erschrocken, dass ich hier hinuntergefallen bin. Ich lasse meine Wut an dir aus. Random? Thank you, I guess? Warten der, zeig mal. Ja, warte. Fleckmon. Ist ja schon ziemlich witzig, ja. Nee, Radfahrt. Okay. Welches Level? Level 9.
Crazy. Aquaknarre, mach ihn fertig. Du schaffst das. Wechseln wir noch einfach mal auf. Oh, guck mal, imposantes Level 10, dann let's go. Ich laber ihn einfach quer von der Seite. Oh nein, ich krieg einen Random Encounter. Fleckmon! Oh, der ist auch Wasser. Ja, der ist Wasser, das ist richtig. Hab ich, was hab ich noch? Janma. Ne, Janma ist nur Insekt, ne? Ja, und Flug. Und Flug. Käferflug. Käferflug. Aber. Ey, nichts gegen den Wasserboy? Nö, hast du nicht, aber. Witzig, ja, gibt's Maus hier. Fleckmon kann ja halt nichts tun, ne? Ja. Genau. Bing, genau richtig. Bing. Ja, genau richtig. Ich sag's nochmal, Pechvogel ist echt so. Also. Ah, ich hab doch was Gutes gegen ihn. Ja, weil es Psycho mit ist. Ah, ja, richtig. Ja, das hab ich schon voll vergessen. Ja. Jetzt laber ich ihn von der Seite an. Mist. Schnabel, let's go. Pechvogel, mach's fertig. Oh, ja, Level 9. Überlebt einen. Level 9. Genau. Brötchen ist Level 7. Let's go. Hat genauso viel Schaden gekriegt. Warum ist der Level 15 bei dir? Keine Ahnung, Pechvogel ist irgendwie übelst durch die Decke gegangen. Er ist auf meinem MVP. Headstrong. Ah, warum nicht? Trank kostet nichts. Gute Idee, eine Runde zu heilen. Wir machen ja nicht den super Hardcore-Shit. Nee. Hardcore-Nuzlocke. Oh, der crittet! Schweinerei, Alter. Ja, ich würde das Pokémon wechseln. Junge! Ne, Baby-Pokémon hat weniger HP. Janma hat voll viel HP, dann kommt er raus. Ja. Wir sollen aufhören, den Fleckmon ihre Routen abzuziehen. Tickle. Ja, versuch uns alle zu besiegen. Okay. Tickle. Ach, weil er zweimal Routenschlag auch eben gemacht hat. Ja, gut, das kann natürlich auch sein. Oh, Ruckzuckchen ist so gut, ey. Rocket Rüpel schickt Zubat in den Kampf. Oh, sweet. Level 9. Okay. Nein. War alles ein bisschen Level hier, oder? Kram imposant, ordentlich. Das ist ein Item. Oh, das ist ein Team Rocket. Oh nein, kein Superschall. Ah, Hans hat sich wohl selbst verletzt. Fleckmons! Und wieder. Zweimal Rückenschlag und schon macht er doppelten Schaden. Ist das Jesse? Ja. Nee, eigentlich nicht. Und James. PK Fire. Ist hart dran. Den nehmen wir hart ran. Mit Donnerschlag. Er kriegt erstmal eine Rauchwolke ab hier. Dann trifft er nichts mehr. Kaboom! Oder er trifft trotzdem noch alles, was auch in Ordnung ist. Brötchen erreicht Level 8. Let's go! Figur Level 8. Rettan. Gift und Boden. Nein, nur Gift. Nee, nur Gift. Ich hab schon den ganzen Typ von Gift. Psycho, Boden. Boden? Ja, das war's. Na gut, aber mein Filino kann ja nur nix. Nee, dein Filino kann nix, das stimmt. Mein Filino kann nix, aber dann mach ich einfach. Oh, jetzt ist der da, let's go! Bye, Rettan! Einfach Filino raus und tauscht dann. Oh ja, das ist Level 11. Ja, das ist Level 11, ey. Jimmy, nee, nicht Jimmy. Genau. Switch Training gegen Trainer, ey. Nice. Macht man das nicht so? Aua, direkt Volltreffer. Was oh Gott, hier? Der wickelt mich um. Oh, ein Supertrank, nett. Bam. Oh Gott, Wiss macht ja gar nichts. Oh. Oh, mach mir nichts. Oh, und Wickel. Oh. Zeit zum Tausch. Wickel ist eigentlich ganz schön schlecht. Feuer und Gift. Oh nein, der ist immer noch im Wickel. Warte, vorsichtig. Mal rüberziehen. Okay, dann gibt es einen Heiltrank. Nice. Wir sollen aufhören, den Fleck und ihre Routen abzutreten. Wenn wir auf dich hören würden, wäre der Ruf von Team Rocket ruiniert. Ist der Ruf einmal ruiniert, ne? Ah, der Wickel hat sich gelöst, aber ich glaube, ich krieg ihn jetzt mit dem Kratzer weg. Yes, okay. Bam, 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 bam.